Hallo. Hallo. Grüß. Und herzlich willkommen. Komm mal her. Komm mal zu mir. Grüß. Sag mal, hallo und herzlich willkommen. Bei Grüß. Bei Grüßels Delicious, ne? Ja. Ja. Heute machen wir ein Gartenvideo, denn wir zeigen euch, was man ganz Leckeres aus Sauerampeln machen kann. Das ist also heißt im Russischen Chavelnye Soup. Und ich würde sagen, wir verschwinden in die Küche damit, oder? Ja. Wir melden uns jetzt hier von der Küche von meinem Papi. Ihr habt ja gesehen, wir sind in meiner Heimat. Und heute zeigen wir euch quasi, also ich filme gleich Leni beim Kochen. Und Leni zeigt euch gleich Schritt für Schritt, wie wir die tolle Suppe zaubern. Also die Zutaten für den Bouillon sind erst einmal eine Rinderbeinscheibe, dann 4 Lorbeerblätter, eine Möhre, die schon mal in Stücken geschnitten, eine Zwiebel, 2 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel Pfeffer und außerdem benötigen wir einen großen Topf mit 5 Liter Wasser. So, jetzt nehmen wir uns einmal den Topf zur Hand, in dem wir auch die Suppe kochen werden, dass ungefähr 5 Liter da reinpassen. Bedecken die, dass die Fläche bedeckt ist mit Öl, erhitzen das Öl einmal und dann legen wir die Beinscheibe rein und braten das in diesem Topf dann an. Stopp, und alles? Alle Zutaten braten wir da drin an, oder? Nein. Dann füllen wir das mit Wasser auf und geben die ganze Zwiebel hinzu, die Karotte und die Lorbeerblätter, den Salz und das Pfeffer. Und dann kochen wir das auch zusammen, um eben den Bouillon herzustellen. Okay, dann starten wir los. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir das jetzt in dem Topf angebraten, in dem wir jetzt auch die ganzen Zutaten reingemacht haben und die Suppe gekocht werden. Das ist eben wichtig, um die Röstaromen in dem Topf zu behalten und für die Suppe eben noch ja, dabei zu haben. Man wird jetzt so 45 bis eine Stunde kochen, bis eben das Fleisch gar ist. Genau, und da müssen wir noch auf was aufpassen? Ja, genau. Es könnte jetzt passieren, wenn es kocht, dass das Fleisch so einen Schaum ablässt und das werden wir dann einfach mit einem Sieb abfangen. Und wegschäufeln, das ist genau, ganz wichtig. Damit das wegkommt. So, während unser Bouillon jetzt in der Zwischenzeit noch weiter kocht, zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht, damit unser Bouillon auch zu einer schön cremigen und geschmackvollen Suppe wird. Hier benötigen wir 2 Zwiebeln kleingeschnitten, damit sie ganz fein sind, weil sie später auch in der Suppe zu sehen sind. 1 Becher Schmand, 200 Gramm sind das. Und ein bisschen Öl zum Anbraten und ein bisschen nach Geschmack Salz und Pfeffer. Und? Zucker. Und ganz wichtig, Zucker, ja. So, jetzt geht's los. Jetzt dünsten wir die Zwiebeln mit ein bisschen Öl in der Pfanne an. So braun sollten ungefähr die Zwiebeln nun aussehen. Und jetzt streut Leni noch ein bisschen Zucker über die Zwiebeln. Dann lassen wir das Ganze wieder ein bisschen ankaramellisieren. Und wenn ihr dann denkt, so, jetzt müsstet ihr sie wenden, dann kommt der Schmand hinzu. Zutaten, die wir zum Bouillon-Kochen reingemacht haben, raussieben und das Fleisch mit rausnehmen. Und dann werden wir einmal 3 bis 4 Kartoffeln kleingeschnitten hinzufügen und für 20 Minuten kochen. Des Weiteren benötigen wir im weiteren Verlauf aber erst 3 verquirlte Eier. So circa nach Augenmaß dill, um eben den Geschmack zu bekommen der Suppe. Dann 150 Gramm Sauerampfer, so circa 1 cm breit geschnitten, weil wenn man das ganz fein macht, durch das Kochen wird es immer feiner und dann sieht man das gar nicht mehr richtig. Genau, und 2 kleingeschnittene Zwiebeln. Thank you.
der wichtigste Part mit dem Ei. Das heben wir jetzt ganz vorsichtig unter, weil das darf nicht zu sehr gerinnen. Sonst floppt es nämlich. Ja, genau. Das müssen so kleine Schieren sein. Das riecht schon richtig lecker, ne? Ja. Sauerampfer. Also ich weiß nicht, was es noch so für tolle Rezepte gibt, aber diese Suppe ist echt mal was... Was ganz anderes. Ganz anderes. Und super lecker. Super lecker. So, und jetzt kommt nur noch die Schmandsauce rein, oder? Genau. Und danach kochen wir das Ganze einfach noch mal kurz auf. Und dann sind wir schon fertig. Dann ist schon alles fertig. So, jetzt kriegt ihr so super auch einen weißen Schimmer. Und dann, wenn sie aufgekocht hat, ist sie dann fertig. Das war unsere Variation von der Sauerampfersuppe, so wie wir sie kochen. Man nennt sie auch Chavignon-Soup. Ja, unbedingt Chavignon-Soup. Genau, so kennen wir das. Und ich hoffe, wir hoffen, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet es nachkochen. Ja, bald. Wir hoffen, dass ihr das auch im Garten habt und das mal ausprobieren könnt. Oder, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, bestimmt auch auf dem Wochenmarkt. Bestimmt, ich hoffe. Also viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss. Tschüss.